Ziemlich kläglich endete der letzte Versuch von Neonazis in Frankfurt zu demonstrieren. Unverrichteter Dinge mussten sie damals abziehen. In einer Woche nun kommen die Ewiggestrigen wieder und diesmal planen sie einen richtig großen Aufmarsch. Noch ist die Demonstration nicht endgültig genehmigt, aber die Stadtverwaltung Frankfurt bereitet sich bereits auf den Ernstfall vor. Krankenhäuser wurden angewiesen, sich auf das Schlimmste einzustellen. 4 Jahre blieb Frankfurt verschont. Am 7. Juli wird es nun wieder einen Neonazi-Aufmarsch geben. Die Vorbereitungen darauf machen Stadt und Polizei offenbar große Sorgen. Neonazis aus ganz Europa werden erwartet. Eine Teilnehmerzahl so groß wie nie zuvor in Hessen. Zitat aus einem internen Papier. Laut Verfassungsschutz sei mit gewalttätigen Ausschreitungen in erheblichem Umfang im Stadtgebiet Frankfurt am Main zu rechnen. Es ist bereits jetzt bekannt, dass ca. 1500 ultragewalttätige Rechtsaktivisten versuchen werden, das Stadtgebiet aufzusuchen. Wegen dieser Bedrohungslage gibt es verstärkt Kritik an der zugelassenen Demonstration. Auflagen reichten nicht, so der DGB heute. Schriftlich appellierte er an die Oberbürgermeisterin und den Innenminister, den Aufmarsch doch noch zu verbieten. Wir erwarten ein eindeutiges Signal der Stadt und das heißt ein Verbot dieses Aufmarsches. Frankfurt hat andere Gäste verdient. Frankfurt ist eine internationale Stadt, da sollten Neonazis keinen Platz haben. Im Internet wird massiv mobilisiert, von rechts wie von links. Sicherheitsdezernent Boris Rhein will die Neonazi-Demo wenigstens nicht im Zentrum stattfinden lassen. Sein Ziel, eine Route im wenig bevölkerten Industriegebiet, dagegen wird von den Anmeldern schon geklagt. Ein Verbot hätte er gerne, dies sei aber nicht umsetzbar. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ist auch aufgrund der Erfahrungen, die wir mit dem Nationalsozialismus hatten und mit der Unterdrückung von Meinungen, so weit gefasst, dass es kaum möglich ist, eine Demonstration zu verbieten. Anmelder ist der NPD-Landesvorsitzende Marcel Wöll aus Butzbach. Gegen den 24-Jährigen laufen derzeit 2 Verfahren. Wegen Volksverhetzung und wegen einer körperlichen Attacke im Wetterauer Kreistag. Allein das sei Grund genug, um ein Verbot auszusprechen, meinen antifaschistische Organisationen. Es handelt sich also um jemanden, der sich selber nicht wirklich unter Kontrolle hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass der als Anmelder für 2000 gewaltbereite Nazis hier in Frankfurt fungiert, da wird mir wirklich Angst und Bange. Das ist ein Riesensicherheitsrisiko. Allein schon diese Anmelderperson rechtfertigt das Verbot der Demonstration am 7. Juli. Nun kursiert sogar ein interner Brief des Stadtgesundheitsamtes, der vorsorglich alle Einsatzkräfte und Krankenhäuser in Frankfurt bittet, einsatzbereit zu sein und Urlaubssperren für das Personal zu verhängen. Denn die Polizei rechnet auch mit 5000 Gegendemonstranten. Mit etwa 8000 Kräften will sie Frankfurt schützen. Ein Einsatz, der sicher Hunderttausende Euro kosten wird. Viel Geld vom Steuerzahler.